Junge, du musst die Kette stoppen. Wie? Ich weiß es nicht. Ich habe eine Idee. Ihr Messer? Es geht nicht anders. Es funktioniert nicht. Das verstehe ich nicht. Ihr Messer. Ich weiß, aber es hat dich gerettet. Das war sehr schlau, Junge. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu God of War. Keine Ahnung, wie jetzt dieser Cut entstanden ist, aber ich bin rausgegangen. Also denke ich, wollten die einfach diese Szene nochmal neu machen. Was auch gar nicht so schlimm ist, weil ich mich dann zumindest wieder so ein bisschen dran erinnern kann, wo wir gewesen sind. So, Moment, das kann man... Nee, das war aber noch Heilung, ne? Das ist auch Heilung. Das finde ich jetzt nicht gut, dass man hier gerade so viel Heilung machen kann. B ist auf der Seite. Die Rune ist frei. Wir haben es geschafft. Ja, mal sehen, was Tier für uns hat. Oh nein, Frias Schutzrune. Sie ist weg. Was machen wir jetzt? Wir gehen weiter. Okay. Wohin denn? Nach unten? Oder ich muss jetzt überhaupt erstmal wieder gucken, was wir jetzt eigentlich gemacht haben in der letzten... Nein, ich wollte mir eigentlich nur die Axt holen. Wieso habe ich jetzt eigentlich die Axt? Moment, wie war das nochmal? Das sind die Pfeile. Ah, mit links. Okay, mit links kann ich die holen. Das hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal gelesen. Ja. Da war aber irgendwo was, wo wir runtergehen konnten. Das war hier. Ja, ich weiß nicht, was wir brauchen. Keine Ahnung. Kleiner, komm mal mit. Da ist er. Wir haben ihn. Junge. Hier. Am Tag deiner Geburt machte ich zwei Messer. Aus Metallen meiner Heimat und dieses Landes. Eins für mich selbst. Und wenn du soweit wärst, eins für dich. Heute ist dieser Tag. Bin ich jetzt ein Mann? Wie du? Nein. Wir sind keine Männer. Wir sind mehr als das. Die Verantwortung ist viel größer. Und du musst besser sein als ich. Verstehst du? Sag es. Ich bin besser. Die Macht dieser Waffe, jeder Waffe, kommt von hier. Im Zusammenspiel mit dem hier. Durch Disziplin, die Selbstbeherrschung von dem, der sie trägt. Darin liegt die wahre Stärke eines jeden Kriegers. Vergiss das niemals. Also gut. Komm. Nichts. Warte! Oh oh. Die Rune, hast du sie gesehen? Ja! Bist du sicher?
bin ich. Glocken. Na gut. Ziel aufs Gesicht. Das ist der Grendel aus der Asche. Oh, das sind zwei Grendels. Nein. Mit welchen soll ich mich denn jetzt anlegen? Moment, Grendel aus der Asche, Grendel aus dem Frost. Ja, bloß nicht ausweichen, bloß nicht ausweichen. Das ist tolles Ausweichen. Das machst du super. Oh Gott. Moment. Nein, nicht laufen, nicht laufen, nicht laufen. Ich weiß nicht, ob das jetzt überhaupt irgendetwas bringt hier. Hallo? Wieso kann ich hier keinen Dingsangriff machen gerade? Ja. Ich glaube, das bringt bei dem nicht allzu viel. Aber ich kann was anderes machen. Moment. Ha! Da habe ich überhaupt nicht mehr dran gedacht. Das bringt auch nicht viel. Scheiße. Oh Gott. Moment. Der Frost, der wird jetzt wieder voll? Die Asche wird wieder voll? Wollt ihr mich jetzt veräppeln? Ich wollte gerade sagen, wieso schießt der nicht? Naja, ich sag dir schon mal. Keine Sorge. Du sollst ausweichen, du Idiot. Du sollst. Warum macht er das dann zu Ende, statt auszuweichen? Also ich verstehe irgendwie nicht, warum ich mit dem Sohn nicht interagieren kann gerade. Junge, du sollst ausweichen. Oh, Leute. Dein Ernst? Okay. Nein, das ist noch einer. Moment. Ja, mach das ruhig, mach das ruhig. Oh, Leute. Ich kann mich auch nirgendwo heilen. Ich sehe hier nichts zum Heilen. Also ich suche gerade was, aber... Oh, ja, die explodieren. Das habe ich auch schon festgestellt. Super. Den kannst du irgendwie gar nicht angreifen, habe ich so das Gefühl. Rechte Seite! Boah. Okay, dem scheint das überhaupt nichts auszumachen. Ich denke, mit denen kann ich tatsächlich nur beim anderen angreifen. Ich wechsle mal auf die. Jetzt habe ich gar nicht so richtig aufgepasst, ob das jetzt überhaupt was gebracht hat. Hallo, lauf! Nicht stehen bleiben hier.
Geht's noch? Also ich verstehe nicht, warum man sich hier nirgendwo heilen kann. Hier muss es doch irgendwas geben, was ich kaputt machen kann. Was war das? Das war ich abgelenkt von dem. Das ist dein Ernst? Ja, geh, komm. Nerv mich. Also nichts funktioniert. Irgendwie alles. Doch, Moment, jetzt kommen sie endlich mal. Die habe ich die ganze Zeit gerufen. Immer mit der gleichen Taste. Aber es funktioniert nicht. Nicht bewegen, Junge. Einfach stehen bleiben. Kein Thema. Asche müssen wir doch jetzt hier mal. Links von dir! Nein, wieso heilt er sich jetzt wieder? Oh. Nein, lauf! Ja, genau, roll da genau rein beim Ausweichen. Kein Thema. Das macht den anscheinend irgendwie nichts aus, habe ich das Gefühl. Besiegt. Mickriger Troll. Na, mickriger Troll. Ja, ich würde es jetzt nicht direkt so sagen. Das Problem war halt eher, dass halt nichts so funktioniert hatte, wie es sollte. Ich habe ganz normal auf die X-Taste, also die gedrückt gehalten für den Tierangriff. Der ist ein einziges Mal durchgegangen. Die ganze Zeit ging es irgendwie nicht. Keine Ahnung, warum das nicht ging. Die Pfeile kamen auch nicht jedes Mal, wenn ich gedrückt hatte. Und das hat dann der Gegner natürlich wieder ausgenutzt, sodass er mich dann treffen konnte. Also das war doch sehr nervig, ehrlich gesagt. Runenangriff. Möchte ich eigentlich nicht verbessern. Da haben wir auch so nichts. Wir haben generell nichts Neues eigentlich, ne? Fähigkeiten haben wir. Also wir haben jetzt insgesamt 17.531 Frostangriff. Haben wir hier noch irgendwas, was wir vielleicht noch durch eine kurze Pause noch einen Angriff. Ob ich das hinkriege, habe ich keine Ahnung. Was ist denn hiermit? Erhöht den Widerstand gegen Unterbrechen. Nee, Moment. Drücken Sie beim Sprinten, um einen Sprungangriff. Starken Sprungangriff auszuführen. Könnte ich theoretisch. Ich kaufe erstmal das. Wechseln Sie Wirbelangriff. Drücken Sie in der neuen Haltung RT für Fernangriff. Schalten Sie einen zweiten Combo frei. Ja, da würde ich sagen, dass das wahrscheinlich eher gut ist. Schalten Sie einen dritten, letzten Angriff 2000. Ja, das kriegen wir hin. Nehmen wir das einfach auch mal. Das scheint ja jetzt hier nicht so, ja, nicht so teuer zu sein. Das ist vielleicht übertrieben, aber... So, was ich jetzt wohl nicht weiß, Wächterschild. Naja, okay, zum Blocken könnten wir natürlich theoretischerweise was machen. Fügt einen Schmetterangriff zu. Halten Sie beim Ausweichen mit bloßen Händen nach vorne. Aber ganz ehrlich, ich benutze das Schild ohnehin eigentlich nie. Starker Schildschlag. Was wir mal machen müssten, aber dafür haben wir anscheinend nicht mehr genug.
Beziehungsweise, ja, wir müssen halt auf Level 2 sein. Hier haben wir soweit alles durch. Den Bogen. Können wir den... Ne, da haben wir alles, glaube ich, ne? Ja. Und die Sachen sind noch nicht freigeschaltet. Tja. Ich würde sagen, dann mache ich die zwei hier auch noch da rein. Was soll's? Benutzen werde ich die Fähigkeiten eh nicht, weil das alles, ehrlich gesagt, zu viel ist. Das ist mir zu kompliziert. Halten Sie irgendwie einen starken Schmitteangriff. Okay, das kostet jetzt sehr viel. Was ist mit dem hier? In letzter Sekunde. Das könnte ich vielleicht eher hinkriegen. Ich glaube nicht, dass ich es hinkriege, aber wahrscheinlich eher. Drücken Sie RT. Nehmen wir das auch mal. Da haben wir nicht mehr genug für. Okay. Ich bin verkehrt herum. Wo lang geht's zur Sandschale? Sandschale. Chaosflamme, legendär. Kleine Flamme ohne Ursprung. Damit können die Chaosklingen verbessert werden. Ah. Die Chaosklingen. Die Chaosklingen. Ich müsste eigentlich... Jetzt habe ich aber nichts... Ach doch, ich brauche dieses Hacksilber, glaube ich, um bei dem was zu machen, ne? Da können wir noch nichts machen. Jetzt Berührung. Na gut, da haben wir jetzt natürlich sehr viel ausgegeben. Das ist jetzt natürlich ein bisschen doof. Egal, das machen wir dann mal später. So, der will uns da hinten hinführen. Wir müssen die Gruft jetzt wieder verlassen. Ich würde allerdings gerne mal eben gucken. Hier gab es aber so nichts mehr, was wir kaputt machen könnten oder so, ne? Naja, okay. Dann würde ich sagen, gehen wir dahin. Ja, Entschuldigung, falsche Taste. Hallo? Wie siehst du das an? Hallo? Na, Kratos? Hier. Dieser Blick. Wir sind fast am Ende. Setz dich. Limniovan. Von der Insel Limnos. Nahe meinem Geburtsort. Limnos. Aufs Ende einer Reise. Wirklich? Riecht wie faule Eier. Ist der noch gut? Vielleicht. Vater? Warum hast du deine Heimat verlassen? Wegen der anderen Götter dort? Ich meine, du hast die Götter so sehr. Aber Tyr zum Beispiel war gut. Und du bist gut. Du hast nur Böse getötet, stimmt's? Ja. Ma. Aber wer kann das schon beurteilen? Sei still. Wir können's. Wir wissen's besser. Aha. Klingst immer mehr wie dein alter Herr.
Bereit? Bereit. Komm. Katze sein wird mir gefallen. Eieiei. Da leidet jemand ganz dezent an Größenwahn. Wir gehen, wohin wir wollen, tun, was wir wollen. Und jetzt besuchen wir die Riesen. Ja, nachdem wir die Rune nach Jüttenhelm gelernt haben, können wir nun zurück zum Tor auf dem Gipfel gehen und den magischen Meißel einsetzen. Diesmal stellt sich uns niemand in den Weg. Los! Ich bin aber immer noch nur halb von der Gesundheit her. Das finde ich jetzt überhaupt nicht gut, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass das gleich wieder irgendwas Großes kommt. Vor allen Dingen habe ich da jetzt zugegebenermaßen keine allzu gute Figur abgelegt, weil, wie gesagt, es hat irgendwie nicht so geklappt, wie es sollte. Es ist zwar einmal, glaube ich, dieser Tierangriff gekommen, aber den habe ich zigmal gedrückt und das funktionierte irgendwie alles nicht so richtig. Kann man das hier eigentlich? Moment, kann ich hier? Ah, jetzt kann ich es lesen. Aber ist es ein Name? Rota! Wow, der Name hat sie entfacht! So heißt eine der Walküren. Äußerst seltsam. Aha. Kleiner, kannst du das hier hinten auch? Das ist das gleiche, oder? Nehme ich mal an. Ja, ist das gleiche Symbol. Die sieht geplündert aus. Ja, die hatten wir schon. Ich sage Sindri, dass ich ein Gott bin. Ich will sein Gesicht dabei sehen. Nein, ich habe dein Geheimnis womöglich zu lange bewahrt. Aber jetzt wirst du unser Geheimnis wahren. Wie war denn das nochmal hier? Konnte ich das mit dem Pfeil machen? Nee, der will gar nicht drauf schießen. Oh, Moment, warte. Nee. Sah nur so aus. Also hier sind wir auf jeden Fall schon mal gewesen. Das weiß ich. Aber warum schickt er uns jetzt hier nochmal... Achso, da mussten wir hoch, ne? Nochmal komplett hoch. Ach, ich glaube, die Dinger sind auch... Warum verbergen, was wir sind? Ach, ja. Geheimnisse sind Odins Art. Sollten wir nicht offen sein, wie Tyr? Tyr hat auch Geheimnisse. Aus gutem Grund. Um andere zu schützen. Es ist weiser, diskret zu sein. Deshalb muss man seine Freunde nicht anlügen. Oder die Familie. Ich bin sicher, Sindri versteht das und macht es ebenso, Kleiner. Keine Sorge. Müssen wir hier durch? Ja. Na, Junge? Aufgeregt, endlich das Land der Riesen zu sehen? Ja, aber traurig, dass die Reise bald endet. Oh, was, wenn wir in Jötunheim sind und keine Riesen vorfinden? Das kann uns egal sein. Der Wunsch deiner Mutter ist alles, was zählt. Ah! Oh, geht nicht weg. Ich bin gleich bei euch. Vater, darf ich sagen? Nein. Was denn? Hast du an diesem Rad geleckt? Oh Gott, ich übergebe mich. Ernsthaft, mir kommt's... Vergiss es. Familiensache. Ich kann euch einiges über Familien erzählen. Lass mich raten. Dein Bruder hat überhaupt kein Talent. Und er kreiert nur Müll. Völlig korrekt. Soll heißen... Du redest von nichts anderem. Unaufhörlich. Tu was dagegen oder halt endlich die Klappe. Verstehe. Ja, wir haben genug von den kleinen Leuten mit kleinen Problemen. Na gut. Das hat wehgetan. Sehen wir uns euer Zeug an. Ist uns noch jemandem aufgefallen, dass gerade als er aggro wurde, hier Gewitter kam? Was bedeutet das jetzt für uns? Kann ich jetzt mit dir reden? Hallo. Dann raffe ich mich wohl mal auf. Chaosklingenverbesserung verfügbar. Klingenknauf, das wird es wahrscheinlich sein. Geringe Bonus-Aktivierungschance. Gibt es da noch andere Sachen mit Erholung? Griff des Zorns, geringe.
moderate Bonus-Aktivierungschance auf die Gabe der Stärke, ich wollte gerade sagen der Faust, nachdem der Gegner in die Luft gehoben wurde. Erholungsangriff, moderate Bonusaktivierung auf einen Segen der Abklingzeit nach. Achso, Abklingzeit. Aber alles nachdem ein Gegner in die Luft geworfen wurde. Nee, Moment. In der Luft erfolgreich mit dem Speer getroffen wurde. Achso. Natürlich jetzt nicht so viel. Atreus-Rüstung, Hüftrüstung. Wir gucken mal eben erstmal bei der Brustrüstung. Da ist was Neues. Das macht die Runen sehr runter. Ja, das ist immer so eine Sache. Ich meine, ich wusste ja vorher auch schon nicht, was ich da machen soll. Wobei ich die Runen vermutlich eher nicht so benutze, muss ich auch dazu sagen. Wir haben jetzt auch nichts, was wir da jetzt noch großartig benutzen können. Armrüstung, ist da wenigstens irgendwas, was uns Positives nutzt? Na, die Abklingzeit geht sehr runter. 2,16. Da ist Vitalität, geht noch mit hoch, aber die Abklingzeit geht halt runter. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich mach das mal, damit wir ein bisschen mehr. Nee, das nicht. Damit wir ein bisschen mehr Abwehr kriegen. Stärke geht dann nicht mehr. Soll ich die Stärke höher machen oder die Abwehr? So wie ich gerade spiele, würde ich dann eher sagen, die Abwehr muss ein bisschen höher sein. Fast so, als hätte man ein dickes Fell. Okay, ausrüsten. Ja. Okay, Hüftrüstung. Da gehen auch die Runen wieder stark runter. Vitalität, Abwehr plus 1, Abwehr plus 2. Da geht die Stärke aber sehr hoch. Ja, komm, wir machen das jetzt mal einfach. Auf die Rüstung achten ist ein guter Rat. Die anderen sind, ja. Atreus-Rüstung. Lässt sich von mir helfen. Gnädig. Haha. erhöht den Nahkampfschaden. Da kann ich nichts mitmachen. Oder erhöht Erholungsgeschwindigkeit nach gegnerischen Angriffen. Das ist jetzt aber auf mich bezogen, glaube ich, ne? Weil Heilsteinvorlage. Oder ist das auf ihn bezogen? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Nahkampfschaden, kann ich beides machen? Nee, ich muss für beides 10.000 bezahlen. Ich mach mal das. Bitte, kleine Rüstung für kleine Leute. Kleine Rüstung für kleine Leute. Der war jetzt aber fies. So, was haben wir jetzt hier noch? Haben wir da jetzt noch was? Ah, das können wir uns jetzt nicht mehr leisten. Scheiße, scheiße. Wieso haben wir das? Das wäre jetzt natürlich gut gewesen. Das heißt, die Hüftrüstung können wir uns vermutlich auch nicht mehr leisten. Ja, die würde auf jeden Fall auch nochmal verbessern. Zauber. Naja, gut, mit Zaubern ist so eine Sache. Ressourcen. Ihn zum Verbessern diverser Rüstungsset wie des Klauenbogens. Okay. Naja, gut. Also den Rest können wir auf jeden Fall definitiv alles nicht mehr machen. So, mit dir werden wir jetzt nicht mehr sprechen. Aber so wie das hier gerade echt aussieht, würde ich jetzt mal... da hinten kommen Gegner, sehe ich gerade. Oh! Leute... Aber die greifen mich nicht an, wenn ich hier nicht rausgehe, oder? Was geht denn jetzt ab? Ach du Scheiße. Ich glaube, Zeus meint es gerade nicht gut mit uns. Okay, also anscheinend
bewegen die sich hier nur. Und solange ich noch hier drin stehe in einem Kreis oder so oder nicht zu nahe gehe, dann greifen die mich noch nicht an. Weil ich wollte nämlich eigentlich gerade hiermit die Folge beenden. Bin jetzt sehr froh darüber, dass die mich gerade nicht sehen. Das heißt dann aber, dass wir in der nächsten Folge direkt mit dem Kämpfen anfangen werden. Also, ich verabschiede mich erstmal von dieser Folge und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.